Willkommen zur ersten Folge bei Craft City, also die richtige erste Folge, wo wir natürlich auch was bauen wollen auf dem Bett. Ihr dürft ja entscheiden, wie der Skin, sag ich mal, am Start sein soll. Er sollte ja den Play-Button halten, entweder über dem Kopf oder unten, also dass er draufsteht. Wir wollen uns heute in der Folge ein bisschen mit Skin-Aufbau beschäftigen, wie man sich, sag ich mal, die Skins in jeder Form, sag ich mal, positionieren kann. Das ist ganz simpel, wenn man erstmal verstanden hat, die Proportionen von einem Minecraft-Skin. Aber vorerst noch, ich hoffe, ihr habt alle den Minecraft-Stream mitgeguckt, was dann natürlich wieder alles so Neues kommt. Natürlich hat leider nicht meine Kuh gewonnen beim Mob-Voting, aber mich vertröstet so ein bisschen, was noch alles dazu kommt. Es kommen ja neue Pflanzen, neue Blöcke und sogar noch ein paar weitere Mobs dazu. Ich hoffe, wir kriegen das alles auch noch ein bisschen, sag ich mal, vor Weihnachten. Na, vielleicht nicht alles, aber so ein Teil hätte ich schon gern vor Weihnachten. Der Rest kann ruhig im Anfang nächstes Jahr sein. Naja, jedenfalls gehypt bin ich schon mal aufs Update. Ich freue mich drauf, wenn es kommt. Besonders auf die neuen Blöcke und auch die neuen Items, die wir uns, sag ich mal, zum Dekorieren benutzen können. Das ist super. Ja, aber vorerst kommen wir heute erstmal zu unserem Skinbau. Ich würde sagen, Blöcke die Hand. Auf geht's. So, bevor wir natürlich erstmal richtig loslegen mit dem Bauen, kommen wir erstmal zum Aufbau von einem Minecraft-Skin. Und zwar das Format. So, das ist eigentlich relativ einfach. Wir sehen ja hier unseren Vorbau so ein bisschen aus Stein. Jedes Teil besteht an sich, was jetzt unterm Kopf ist, auf einer Höhe von 12 Blöcke. Wir haben die Beine auf 12 Blöcke, unseren Oberbereich vom Körper auf 12 Blöcke und die Arme sind jeweils auch auf 12 Blöcke hoch. Der Unterschied ist jetzt einfach nur, dass die Arme auf eine Breite von 4 Blöcke sind und die Mitte komplett immer auf 8 Blöcke breit. Das hat damit zu tun, dass der Kopf natürlich auch, sag ich mal, 8 Blöcke breit ist und natürlich auch 8 Blöcke lang. Denn der Kopf ist das einzige Viereck, was wir, sag ich mal, hier beim Skin haben. Alles andere sind ja an sich ja Rechtecke. Und soweit man dieses Format verstanden hat, ist ein Skin eigentlich relativ simpel, sich in jede Form zu gestalten, wie man möchte. Zum Beispiel, ihr durftet ja jetzt bestimmen, dass der Button natürlich jetzt unten sein soll. Das heißt, man muss natürlich jetzt so machen, dass er mit einem Bein draufsteht. Man könnte natürlich auch machen, dass er auf beiden Beinen draufsteht, aber dann hätten wir am Ende wieder dieses Endprodukt, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, sag ich mal, schon, dass da eine Bewegung drin ist im Skin. Von daher habe ich das jetzt mal so gemacht, dass er natürlich mit den einen Beinen draufsteht. Das Bein ist ja an sich egal, welches sie davon nimmt. Das kann man ja immer noch umgestalten. Denn ist natürlich jetzt auf der einen Seite, wo er natürlich nicht draufsteht, der Arm einfach glatt runter. Und der andere ist dann hier so ein bisschen nach oben gewinkelt. Und das Schöne ist, dieser Arm hat auch das Maß von 12 Blöcken in der Höhe. Also das ist wirklich passend hierzu. Das Einzige, was wir jetzt hier ändern, ist die Länge von diesem Bein, wo er draufsteht. Das hat damit aber auch ein bisschen was zu tun, wie du dir das unten machst. Sag ich mal, wenn du, sag ich mal, dir das anpassen kannst, kannst du natürlich das Bein auch auf 12 Blöcke hoch dir setzen. Musst natürlich das dann so anpassen, wie du es unten, sag ich mal, dir hier platzierst. Ne, was du da hinsetzt oder, ne, da kannst du das Bein natürlich anpassen. Ansonsten ist der Kopf alles gleich und zu guter Letzt müssen wir es natürlich nur noch anmalen. Aber bevor wir überhaupt zum Anmalen kommen, müssen wir natürlich erstmal den Skin basteln. So, bei mir ist er natürlich hier auf meinem Podest drauf und ich habe in dem letzten Video dann auch gesehen, dass viele sich gefragt haben, wie man sich so einen Kreis bastelt von der Straße. Und da kann ich dir sagen, das werden wir nochmal in einem separaten Video machen und zwar, wenn ich mal ein bisschen auf Straßenbau eingehe, wie man sich am besten die Straßen bauen kann für seine Stadt. Aber das nimmt wieder Zeit für ein komplettes Video, von daher kommt das noch. So, aber erstmal für den Skin. Welche Blöcke du dir jetzt nimmst, um dir den Skin erstmal vorzumarkieren, ist ganz dir überlassen. Ich nehme jetzt einfach ein bisschen Beton, so hellblau und normaler blauer. Jetzt fangen wir erstmal an, unseren Skin mit einem Bein zu bauen. Ne, das andere Bein bauen wir ja noch später nach, wo er draufstehen soll. Das heißt, das Bein machen wir jetzt erstmal auf ein Maß von 4x4, erstmal hier so breit. So, und dann machen wir es natürlich auf eine 12er Länge. So, wir zählen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. So, den Rest können wir hier auch nochmal nach oben ziehen. Sobald wir unser Bein natürlich hier einmal so platziert haben, kommen wir jetzt schon mal zu unserem oberen Brustbereich. Da nehmen wir mal kurz eine andere Farbe, um damit dann einen kleinen besseren Überblick zu haben. Und zwar platzieren wir jetzt darauf eine 8er Länge. So, 4 haben wir schon mal hier durchs Bein und dann nochmal 4 weiter hier ran. Und die Länge nach hinten sind auch nochmal 4. So, dann können wir den hier auch wieder, zack, einmal ergänzen hier rüber noch. Wunderbar. Und dann können wir den auch wieder auf eine Höhe von insgesamt 12 Blöcke ziehen. So, wir können nochmal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, dann natürlich nur noch alle anderen Seiten genauso hochziehen und oben miteinander verbinden. Wunderbar. So, bevor wir jetzt natürlich gleich loslegen mit diesem Bein, was ein bisschen so schräg davon ist, machen wir erstmal alle anderen Teile ran, die natürlich leichter zu bauen sind. Das heißt, jetzt erstmal nochmal den Arm ran. Also natürlich der einfach glatt runter geht. Da machen wir einfach auch wieder hier so ein 4x4 Kästchen uns einfach mal hier oben einfach mal glatt ran. Und dann könnt ihr das komplett einmal hier nach unten ziehen, wo, sag ich mal, unser Torso endet. Denn der Arm ist ja auch eine Länge von 12 Blöcke.
Das heißt, wir brauchen jetzt hier nicht 10, weil unser Torso ja auch nur auf 12 Blöcke hoch ist. So, dann können wir den Arm hier uns auch einmal so kurz vormarkern. Wunderbar. Dann haben wir schon mal den ersten Arm. Und jetzt kommen wir erstmal zum Kopf. Weil der ist ja auch einfach am einfachsten. So, da müssen wir jetzt auch wieder 8 Blöcke uns einmal raufsetzen. Und zwar auf jeder Seite. So, wir haben ja an sich ja, sag ich mal, jetzt hier 4 in der Mitte. Und wir machen ihn so, dass er 2 nach vorne übersteht und 2 nach hinten. So, und dann können wir hier unser 8x8 Viereck uns einmal hier lang zeichnen. Natürlich ist er jetzt, sage ich mal, nicht nur breit so, sondern auch hoch jeweils 8 Blöcke. Das habe ich vergessen zu zählen. Das machen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann ziehen wir hier auch einfach mal alles zu jeder Seite so lang. Dann haben wir jetzt schon mal unseren Kopf. Jetzt kommen wir zu den Teilen, die natürlich, sage ich mal, ein bisschen anders bewegt sind. Und bei den Skin kannst du dir viele Kombinationen ausdenken, wie du möchtest. Die einfachsten Schritte sind die natürlich einfach nur längs sich zu platzieren. Das heißt, so einen Arm könntest du auch einfach mal zur Seite stehen lassen, nach vorne stehen lassen oder nach hinten stehen lassen. Was ein bisschen schwieriger ist natürlich, wenn da so ein Knick rein soll. Das machen wir mal bei den anderen Armen hier an der Seite. Erster Schritt ist hier einfach erstmal ein Viereck uns zu zeichnen von jeweils immer 4 Blöcken. Einfach so als Vormaß erstmal so. Einfach ganz stumpf ran. Dann gehen wir nochmal 2 Blöcke so nach vorne einfach mal. Und ich möchte mir den Arm so machen, dass er so einen Knick nach oben hat. Und ich möchte ihn ja nicht einfach so stumpf nach oben mehr machen. Von daher machen wir da so eine kleine Bewegung rein. Das heißt jetzt einfach mal, ich mache jetzt hier so in einer schräg davon. Ne, dass wir, sage ich mal hier, wir verlassen das Maß ja nicht von 4x4. Ne, wir haben ja hier 4x4. Gehen hier auch so raus. Ne, 4x4. Nur einen Knick nach oben. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal so einen Knick nach oben. So. Und diesen Knick können wir jetzt komplett einmal nach oben ziehen, auf die gleiche Höhe, wie, sag ich mal, hier unser Kopf ist. So, das können wir auf der anderen Seite auch nochmal machen. Einfach hier komplett einmal hoch. Und jetzt möchte ich mir natürlich hier oben auch wieder so ein 4x4 machen. Und jetzt fällt dir auf, wenn wir jetzt hier unser 4x4 machen, ist noch ein Abstand zum Kopf. Denn ich möchte ja nicht, dass der Arm, sag ich mal, komplett dran ist. Von daher lasse ich da sowas abstehen. So, und das ziehen wir jetzt auch nochmal runter. So, ich mache das mal von unten, das ist immer einfacher. So, nach unten. Und ihr seht, wir haben jetzt unser 4x4-Maß gar nicht verlassen. Also der Arm ist jetzt perfekt in diesem Bogen drin, in diesem Knick drin, dass er wirklich dieses Maß von 4x4 immer behält und nicht irgendwo an der Stelle dicker ist. So, an der Seite müssen wir es natürlich auch noch runterziehen. Und das Passende ist, der ist jetzt wirklich auf eine Länge von 12. Ihr könnt gerne mal zählen. Wir fangen hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfekte Höhe. Man kann natürlich noch in die Hand irgendwas reinpacken, wenn man möchte. Eine Spitzhacke, ein Schwert, pipapo. Alles offen, kann man machen. Könnte man natürlich auch auf die andere Seite machen. So, jetzt steht der Skin natürlich noch nicht richtig. Jetzt müssen wir natürlich noch sein anderes Bein machen. Und ich würde mal sagen, das Bein lassen wir so einen Abstand von 2 Blöcke zu diesem anderen Bein. Das heißt, wir gucken mal hier, 2 Blöcke Platz lassen. Und dann setze ich mir jetzt hier einfach mal so, würde ich mal sagen, hier mal einfach so ein 4x4 einfach mal hin. Sodass dieser 4x4 2 nach vorne übersteht. Ne, dann wäre hier so im Torso nur ein drin. Und dann machen wir uns erstmal hier ganz stumpf auch wieder unser 4x4-Eck rein. So, ganz einfach. Und jetzt können wir bestimmen, wo das Bein so ein bisschen hingehen soll. So, ich hätte das Bein gerne, dass es insgesamt nach unten höchstens so 4 Blöcke geht. Das heißt, hier setze ich nochmal 3 weiter ran, dass wir hier so 4 haben. Und dann wäre das hier schon unten mein Endpunkt. So, das heißt, hier mache ich mir wieder einfach mal mein Viereck hin. Und kann mir jetzt diese erste Markierung, die ich hier mal gemacht habe, ein bisschen ändern, sodass ich mir hier diese Streben mal kurz ein bisschen weghau. So, dass das hier natürlich so mein Endpunkt ist. Ne? Das ist dann, sage ich mal, der untere Teil vom Fuß. Und jetzt möchte ich mir natürlich noch machen, dass er ein bisschen weiter nach oben geht. Das heißt, da würde ich mal das mir so hochziehen, dass wir, sage ich mal, nur so Minimum 2 Blöcke Platz haben zu denen hier. Da hätten wir jetzt hier ein Maß von insgesamt 10 Blöcke. Können ja nochmal 10. Wir haben hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seht ihr? Perfekt. So, der ist natürlich jetzt 2 Blöcke kleiner als das andere, aber das ist nicht so schlimm. Da wir den natürlich in so einer hochstehenden Haltung haben, fällt das gar nicht so auf. So, und schon haben wir unser Bein, was ein bisschen nach oben geht. Wie gesagt, das kannst du dir auch immer noch um 1-2 Blöcke nach unten basteln. Kommt dann darauf an, was du dir unten platzieren möchtest. So, da möchte ich mir jetzt natürlich gerne mal einen Play-Button hinmachen. Dann nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen grauer Beton für den Button und möchte mir erstmal ein Rechteck mit formen. So, ich setze mir einfach hier unten am Fuß nur 2 Blöcke ran, noch 2 nach vorne, dass wir hier zum Maß von 4 haben. Hier zur Seite, und das ist jetzt auf eine Länge von insgesamt 9 Blöcke. Wir können ja mal zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 Blöcke lang, 4 Blöcke breit, und dann können wir das hier einmal so zuziehen. Ich führe auch ruhig einmal hier die Mitte aus, das kann nicht schaden. So, jetzt wollen wir natürlich so ein bisschen die Form machen von unserem Playbutton. Da fangen wir auch einfach ganz stumpf hier an der Seite an. Ich setze mir jetzt hier an der Seite jeweils nochmal eine weitere Blockreihe einfach mal rauf. Mal die andere Seite auch. So,
und kann jetzt daran wieder eine Blockreihe mit platzieren. Und die mache ich jetzt auf eine Höhe von 6 Blöcke. Das heißt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann gehen wir hier einmal wieder nach innen, ein oben rauf und können wieder zur anderen Seite ziehen. Ich glaube, hinten ist es ein bisschen schwieriger. Wir machen das nochmal hier auf der Seite. Also 6 Blöcke hier nochmal rauf. 2, 3, 4, 5 und 6. Können dann hier oben auch wieder mal so eine Strebe hier einfach mal so zur Seite ziehen. So, mache ich mal an der Seite auch nochmal hier so lang. So. Ziehe meine 6 Blöcke hier hoch. Und muss dann nur natürlich nur oben die Decke einmal hier so lang ziehen zu beiden Seiten. Wunderbar. Und dann haben wir schon mal unseren Kasten für unseren Playbutton fertig. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier auf der Rückseite brauchen wir nicht unbedingt hier noch so eine Verbindung umzusetzen. Warum? Weil wir ja, sag ich mal, hier den Fuß eher anmalen. Also das sieht man gar nicht. Ne? Aber man kann es sich gerne auch platzieren, wenn man möchte. Ne? So. Jetzt kommen wir mal zu unserem roten Beton. Und zwar der innere Bereich, und zwar diese Breite von 2, füllen wir komplett einmal mit unserem Beton hier aus. Und sobald wir das dann natürlich so ausgeführt haben mit unserem roten Beton, kommen wir jetzt schon dazu, unseren Button uns einmal hinzubasteln. Da nehme ich mir jetzt einfach mal glatten Quarz. Und dann setze ich mir einfach mal, ich gucke jetzt hier einmal auf der rechten Seite, lasse mir 2 Blöcke Platz, 2 Blöcke hier und auch oben so Platz vom roten Beton. Und dann setze ich mir jetzt hier einfach eine Länge von 4 Blöcken einfach mal rein. So, die hintersten 2 kann ich mir einfach mal so komplett hier so zuziehen mit meinen Quarzblöcken. Jetzt muss ich selber mal gucken, wie ich mir das nochmal machen wollte. Ich setze mir jetzt hier erstmal eine Stufe hier runter, dann setze ich mir hier einen Block hin, hier runter 2 Stufen. Hier oben drauf nur eine Stufe. Genau, so wollte ich mir das machen. Und schon haben wir unseren Play-Button. Jetzt hält ihr auf, weil wir jetzt hier mit Stufen gearbeitet haben, haben wir hier oben nur eine Blockreihe Platz und hier unten so ein und eine halbe. Da würde ich mal sagen, setzen wir hier nochmal so eine Strebe rein mit unseren Quarzstufen, dass wir da irgendwie, kannst ja eine Schrift oder sowas die dadurch darstellen, dass wir uns da, sage ich mal, diesen kleinen Abstand so ein bisschen damit vertuschen. So, dann haben wir den Play-Button schon vorne fertig. Jetzt kannst du natürlich nochmal das gleiche auf der Rückseite machen. Oder, was ich mir so überlegt habe, ich kann mir ja auch noch hier einfach mal so ganz spontan mal gesagt, einfach mal meinen Namen hier so als Abkürzung machen. Und zwar mache ich jetzt hier hinten einfach mal HD hin für Hotdog. Und die Videos sind ja auch in HD, also von daher so ein, ne, so was Doppeltes, was ich eigentlich ganz gut finde. So, ganz simpel hier einfach mit den Stufen und Blöcken mir mal so ein H und D gezeichnet für HD oder Hotdog, ne, so als Abkürzung. Ist auch eine schöne Idee. Ja, dann haben wir den Skin schon fertig. Du kannst, wie gesagt, dann noch ganz andere Formen dir machen, wie der Arm nach vorne, zur Seite, nach hinten. Ne? Man kann natürlich auch noch einen anderen Winkel sich basteln vom Arm, aber da muss man mal gucken, ob das Maß auch alles so passt. Ja, aber ansonsten würde ich sagen, jetzt können wir den Skin auch anmalen. So, meine Farben habe ich schon mal parat. Jetzt muss man natürlich nur seinen Skin sich angucken und immer hinfliegen und gucken und machen. So, das wird bei mir einen kleinen Moment dauern, dass ich hier meinen Skin in diese Form bringe. Besonders, ich nehme ja auch immer gerne diesen Emote hier, wo ist er? Hier, dass ich winke. Und von daher passt es eigentlich auch, dass ich immer gerne hier mit den Armen so nach oben strecke, ne? So, da würde ich sagen, nehmen wir unsere Blöcke und malen unseren Skin jetzt an. Nach ein bisschen Schuften hat man schon seinen Skin fertig. Immer wieder angucken und basteln. Ja, und im Nachhinein sieht das denn so aus. Was mir jetzt so aufgefallen ist beim Bemalen, ist natürlich eine Sache. Und zwar natürlich, wenn man jetzt so einen Fuß sich nach oben macht, muss man ja natürlich auch noch darauf achten, dass man dann irgendwie so eine Vermischung mit dem anderen Skin zusammenkriegt. Bei meinem Hotdog ist natürlich ein bisschen komplizierter, weil er, sag ich mal, ja hier so diesen Senfspur hat, dass man die ja dann auch, sag ich mal, so versucht, so ein bisschen ineinander zu kriegen. Besonders gut finde ich, wenn man jetzt von der Seite guckt, verschmilzt das irgendwie miteinander, sodass es dann doch aussieht, ob es wirklich so richtig passt. Von vorne, ja, geht das ja auch noch, finde ich. Ne? Man kann ja so ein bisschen spielen hier überall. Ja, und schon ist mein Skin angemalt. Du kannst natürlich bemalen, wie dein Skin ist. Musst natürlich dann ein bisschen die Textur natürlich beachten. Bei mir ist es natürlich ein bisschen einfacher. Ist zum größten Teil ja alles orange, ne? Wie man das ja sieht. Ja, und schon haben wir unseren Skin fertig. Nun bewacht er die Stadt und kann losbasteln. Vielleicht setzen wir noch irgendwas in die Hand, weil irgendwie sieht das ja doch leer aus. Mal schauen. Ja, aber ansonsten überlege ich mir, was als nächstes gebaut wird. Natürlich kommt dann auch noch so ein Straßentutorial, ne, dass wir auch noch hier unsere Straßen basteln können. Muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache, dass wir auch hier so einen schönen Kreisverkehr uns mal einfach mal so basteln können. Aber ansonsten bedanke ich mich immer wie immer fürs Zusehen, wünsche viel Spaß beim Nachbauen und natürlich bemalen deine Skins. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also haust rein und tschüss.